Vor langer, langer Zeit habe ich einmal von einem legendären Burger gehört. Den Hotel California Burger. Nur habe ich mir überlegt, der ist verdammt aufwendig. Wie mache ich das auf dem Grill? Wie mache ich da eine Grillshow? Und schau mal, der ganze Tisch steht voll nur für den Burger. Ja? Wir haben hier die Hamburgerpress, das Schneidbrett, verschiedenes Besteck, Toastbrot, Burgerbuns, also Burgerbrötchen, Rucola, eine Paprika, Knoblauchzehen, Zitrone, Zwiebeln, Chili, Eier, Avocado, Bacon, Cheddar, Dijon-Senf, Barbecue-Soße, Salz, Pfeffer, Olivenöl, Worcester-Soße, Sojasauce, Pfannen, Töpfe, Schüsseln, Bier und heute wird er ausprobiert, der legendäre Hotel California Burger. Da ich aber nicht so viel Burger auf einmal grillen kann für die Show, das wird ein wenig stressig, mache ich jetzt am Anfang meine Schnibbelarbeiten und dann mache ich für uns einen Burger, ja, auf den Grill. Den bauen wir dann zusammen und den probieren wir dann aus. Ich wünsche euch viel Spaß dabei. Hallo bei Holgers Grillen. Warum ist doch egal, ich bin dagegen. Auch wenn es euch nicht schmeckt, ich nenne es Freiheit. Ihr nennt es Mangel an Respekt. Bitte verstehen mein Verhalten. Als Zeichen der Ablehnung, der ich euch gegenüberstehe. Für die 1,2 Kilo Rinderhackfleisch, ja, habe ich jetzt die Chili, die Paprika, die weiße, die rote Zwiebel und die zwei Knoblauchzehen ziemlich klein geschnitten. Ja, so, das kommt jetzt alles da rein mit dazu zum Hackfleisch. Das ist das Erste. Das geht noch weiter, ne? So, dann habe ich hier eine Bio-Zitrone. Da tun wir den Saft mit dazu. So. Da sind immer sehr viele Kerne drin in Bio-Zitronen. Die wollen wir natürlich nicht mit dem Burger haben. Ja, sondern nur den Saft. So. Ah, einer ist schon reingeflutscht, siehst du? So, weiter. Dann habe ich zwei Scheiben Toastbrot. Die Ränder habe ich abgeschnitten, auch klein gewürfelt. Man kann natürlich auch Paniermehl nehmen, kein Ding. Und ich schätze, mit aller Brötler gibt es wahrscheinlich auch. Ich nehme Toastbrot. So, dann brauchen wir Dijon-Senf, einen Esslöffel. Wenn jemand Senf geil ist, kann er auch zwei Esslöffel noch tun, ja? Also ich nehme heute mal 1,5. Nein, mein Rezept, das ich euch unten drunter mit verlinke, habe ich 1 bis 2 Esslöffel reingehauen, ja? So, die Worcester-Sauce machen wir auch einen. Kann natürlich auch ein wenig mehr sein. So, und Sojasauce nehmen wir einen Teelöffel. Jawohl. Dann tun wir noch ein bisschen Salz und Pfeffer ran. Also schwarzen Pfeffer nehme ich hier. So. Und natürlich mehr Salz. Zum guten Schluss brauchen wir noch ein Ei. Zack. Und das Ganze vermischen wir jetzt zu einer ordentlichen Bombe. Ja, so schaut es das aus, ja. Wenn man kräftig drin rumrührt und rummischt. Ja. Das wird wahrscheinlich auch einer der interessantesten Burger, die ich bis jetzt gemacht habe. Also so eine Zusammenstellung
habe ich noch nie gehabt. Ich habe zwar so Grillbücher und Burgerbücher, aber so ein Burger, ja, schauen wir mal, was das wird. Bin ich selber neugierig. Wie schon gesagt, angeblich ist der legendär. So, meine 8 Burger, also meine Patties, die sind gemacht. Ich habe sie ziemlich gleich groß gemacht. Und ja, 1,2 Kilo Hackfleisch, das heißt 150 Gramm Hackfleisch pro Patty. Und dann die ganzen Zutaten, also ich gehe davon aus, dass jetzt ein Klößchen so um die 170 bis 180 Gramm hat. Dann habe ich jetzt hier ein bisschen Olivenöl rein, ja, damit sich das leichter wieder aus der Presse rausmachen lässt. Und dann tun wir jetzt immer die Klößchen rein. Und das mache ich natürlich mit alle 8. Ich zeige euch das jetzt einmal bei 2. So, die tun wir da rein. Ja, so wie die Presse aussieht, schätze ich schon, dass so circa 180 Gramm sind, weil die ist total voll. Und 180 Gramm ist schon heftig. So. Ja, das riecht gut, ne? Jawohl. So, dann holen wir die raus. So, eins. Du hast schon Ei abgestaubt, ne? Und das sind sie dann, die Patties. Ja, schön groß. Und da mache ich jetzt weiter. Und dann schüren wir den Grill. Der Grill qualmt. Jetzt sind wir kurz vorm Finale. Das heißt, die Avocado machen wir jetzt noch auf. Ja, schön außen rumschneiden. Und dann legen wir die schön so auf, da ist die Nuss da drin, so. Dann schälen wir die, schneiden die noch schön Streifen, ja. Das wird ein lecker Burger. Ihr seht, der Grill ist startklar, das heißt, wir legen jetzt los. Wir grillen jetzt einen Burger für mich, für uns und ja, haut rein. Mit dem Bacon geht's los. Wir hauen uns da jetzt mal 3 Scheiben in die Pfanne. Ja. 3 Scheiben für einen Burger. Ich denke, das ist gerecht, oder? Ja. So. Bei den 8 Patties holen wir uns einen raus, ja. So, jawohl. Den Bacon muss man natürlich ab und zu mal rumdrehen, ganz klar. Ja. So. Fleisch brutzeln wir erst einmal ein paar Minuten auf die Seiten und dann drehen wir es rum. Am besten nimmt man für die Burger mal ein so eine Schaufel. Ja. Ich habe zwar eine Grillzange auch hier, aber die ist natürlich besser für die Steaks. Ne? Auf den Burger kommt jetzt, auf den Fatty kommt jetzt der Käse. Ja. Und in die Pfanne kommt das Ei. Oh, jawohl. Gut schaut's aus, gell? Ja? Der Käse zerläuft. Der Bacon ist schön knusprig. Der zerbricht schon, schau. Richtig schön knusprig. Jetzt stellen wir schnell noch die Buns mit drauf, ganz kurz. Ja? Und dann sind wir schon fertig. Seid ihr soweit? Dann legen wir jetzt los. Die Burger Buns. So, das Unterteil. Da nimmt man ein wenig Barbecue Sauce. Da nimmt man am besten die, die einem schmeckt. Ist doch logisch. So.
Dann brauchen wir hier ein bisschen Rucola. Schön drauf unten. Richtig kräftig. Dann brauchen wir unseren Burger Patty. So, unser Fleisch, unser Hackfleisch. Moment, dann brauchen wir die Avocado. Schön Avocado drauf. Richtig lecker. So, den Bacon. Der ist echt. Alter, ich liebe das schon, wenn er so knurrt. Ja. Genau, heiß. Also kann man schön zerbrechen. Ja. Einmal frei. Ja. So, dann brauchen wir das Ei. Ja. Da oben drauf tun wir auch noch ein Barbecue-Sauce. So. Ja, komm, noch ein wenig. Und schon haben wir den Hotel California Burger. Zack. Schaut's euch an. Ist der hier geil? Das ist ein totales Brett. So, jetzt machen wir noch ein paar schöne Bilder und dann hauen wir. Also auf geht's im Hintergrund der heiligen Schein. Ja, so. Okay. Oh Mann. Haut euch diesen Burger an. Kräftiger Saft. Der Bacon. Die frischen Avocado. Das Spiegelei, der Käse. Oh. Das ist eine totale Geschmacksexplosion, ein Traum. Die Chili kommt ganz leicht durch. Guck mal. So. Ich hau den jetzt gar rein und dann grill ich für meine Familie die Burger und mache quasi das Abendessen. Ich habe jetzt mit Dosha einen kleinen Happen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder bei Holgers Grill. Bis dahin, macht's gut. Haut euch rein. Tschüss. Servus. Euer Holger.